Und damit ein herzliches Willkommen unter Luzern Werpart Let's Play Monarch. Ich bin selbst auf X. Ich muss meinen Wut-Boy hier mal ein bisschen upgraden, weil ihr seht, der ist ein bisschen unterlevelt im Gegensatz zu dem Rest unserer Party. Beim letzten Mal haben wir uns hier zu den alten Schlafsälen hier bewegt. Natürlich, es gibt immer irgendwie alte, spookige Schlafsäle. Habt ihr jemals irgendein Anime oder irgendwas Japanisches angeschaut? Natürlich ist das so. Zumindest ist es so, dass wir hier sind, um den letzten Packbearer, den Packbearer der Gier hier zu schnappen. Und wir hoffen einfach mal, dass wir den ganz nett freundlich besiegen wird. Und vielleicht schließt er sich uns an, so wie die anderen. Ich glaube, unsere Party ist soweit voll, Mann. Ist kein Platz mehr im TSC für andere. So, da la. Ja, beim letzten Mal sind wir hingekommen. Wir haben natürlich Ryotaro Date hier getroffen. Meinen besten Bro hier. Oh, Leute. Jetzt erhält man richtig gute Erfahrungen. So easy geht das, Mann. So, 400 Punkte, das ist echt inzwischen so, das kommt mir da so wenig vor und das ist auch so mega wenig, weil inzwischen brauche ich für einen normalen Skill, brauche ich also normalerweise immer 2.000-3.000 Punkte, also mit so 1.000 Punkte komme ich nimmer weit. So, jetzt schauen wir mal, Doubles, both Damage dealt and Damage taken, aha, Attack an Ally, Curing them of Sleep, Confuse and Charm, was, also, dumme Fähigkeit. So, Static Strike, irgendwas. Heal the user's HP. Ja, aber kostet 1300. Increased Damage. Perform an Attack that shifts the position of all enemies within range. Okay, das ist eigentlich nett. Was das heißt, ich kann die dann theoretisch von hinten angreifen. So, ach, okay, dann machen wir den halt. So, sehe ich schon Level 27. Digga, wenn man sich überlegt, was wir gegrindet haben früher für so 2-3 Level und jetzt einfach mal mit einem Kampf und das, was ich übrig hatte, habe ich ihn jetzt einfach mal hier auf Level 27 gezogen. Also, nun gut, wir sind jetzt hier und ich denke mal, wir müssen mit der Spooky Lady reden, oder? Schauen wir uns das mal an. Rest in peace, we will never forget the tragedy that took you from our world. We offer your prayers now and forever. Yeah. Mitsuruga Hasegawa, Momo Hakase, Risa Hiyaka, Natsune Reiko. Inse 020201. Okay, das unterste müssen wir merken. Warte mal. Schreiben wir mal auf. Ich habe meinen PC ja dabei. 020211000. Okay, gut. Hey, you're from the True Student Council, right? Whoa, no need to get so worked up. I just got here. I'm still normal, I think. You're investigating the mist, right? Does that mean you're headed to the old dormitory? I've got the key to the main gate. Hear me out for a bit, and I'll give it to you. Have you ever had the sudden feeling that someone you could have sworn was always there just vanished? Or like that their existence was covered up by something else, maybe? I have. I feel that way right now, in fact. That's the whole reason I came here. There's a memorial there inscribed with the names of some students who died in an accident. Can you take a look at it? One of the names is impossible to make out. I want you to find out who it is for me. I can't remember, but I think it's someone I know. A classmate, maybe. I'd call it just a hunch. But something tells me it's more than that. Please, you've got to figure out who they are. I could have sworn someone was there. Okay, ziehen wir uns erstmal zurück. Müssen wir sagen, dass ich mich hier nicht rauswerfen kann? Natürlich kann ich mich da nicht rauswerfen. Okay, also, das bedeutet, wir müssen herausfinden, wer das ist. Wir haben die. Okay. Gut, gut, gut. Ich habe so einen kleinen Riecher. Kann mich von hier swappen, oder? Sieht doof, Mann. So, sind wir wieder im lustigen Rätselspaß, den wir leider viel zu oft haben. Aber normalerweise ist jedes Rätsel immer dasselbe. Und zwar, also erstmal gehen wir in die Infirmary. Genau. Tun wir uns erstmal ein bisschen aufpäppeln. Und eigentlich sollte es klar sein, was wir machen müssen. Wir müssen wieder am PC, weil wir haben nur diese Nummer, diese 0202-Nummer, die ich mir hier aufgeschrieben habe.
Und das heißt, wir müssen einen PC ran und hoffentlich können wir damit irgendwie entschlüsseln, was wir da machen. So, warte mal, bevor ich jetzt hier hingehe, gehe ich wieder zu dem Typen. Wir müssen mehr Psych-Test machen, also die Psychotest. Es ist wichtig, die Stats hier zu leveln. Ich bin mir zwar nicht so sicher, wieso, außer dass ich da eben die Egos einsammeln kann, aber egal. Said there was a large snake coiled up in the middle of the road. What would you do? Turn back in panic? I'll look for another route. Trace it off with a stick. Weg da, Schlange! So, nee, ich würde schreien, weglaufen. Ah! So, hier irgendwo war ein PC-Raum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Passwort ist Shimigata. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also ich weiß es nicht. Aber irgendwo hier, glaube ich, war ein PC drin. Boah, wenn ich nicht wüsste, nach 30 Stunden, was, wenn ich die PCs sind. Also ganz ehrlich, wir haben 22 Stunden, Mann, und ich habe echt das Gefühl, wir sind so bei der Hälfte. Das ist halt, weil der Max einfach unendlich farmt. So. Wenn nicht, müssen wir nochmal einen Stock hochgehen. Nee. Aber ich bin mir fast sicher, dass hier der Raum war mit den Dingen. Oder war es doch ein Stock weiter oben? Hm. Immer so blöd, wenn wir einen noch nicht registriert haben. Genau, dachte ich mir. Es ist immer wichtig, dass wir alle registrieren, weil wie in dem Fall können wir vielleicht was daraus uns herausziehen, irgendwelche Informationen. So, dann gehen wir nochmal einen Stock hoch. Ich bin mir echt gerade nicht mehr sicher, ob das hier überhaupt war. Jetzt sind sie depressiv. Ich kämpfe von euch hier an der vordersten Linie und grind hier ohne Ende. Wo ist mein Dank? Ah, okay, gut. Nicht das, was ich wollte, aber trotzdem hier ein alter Ego. Sammle ich doch gerne ein. Okay, da wird auch nichts sein. Außer da schwappt auch irgendwo ein alter Ego rum. Na gut, am Ende mal jetzt doch das, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und zwar hier die, PCs, die Dinge farmen. Die blöden alte Egos einsammeln. Ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber wie gesagt, also wir gehen jetzt erstmal hin, Shimigata, und wenn nicht, dann schauen wir uns, hier. Schauen wir uns was anderes an. Also, okay, warte mal, Map. Na, dann gehen wir ins nächste Gebäude. Also irgendwo, da war doch dieser PC-Club und da war das doch mit dem einen Passwort, wo ich da auch ewig lang rumgehangen bin und nie wusste, was ich tun soll. Genau, das war... Ah! HP plus 5. Ja gut, die Setsbriefs sind echt so minimal. Also mehr Damage und Attack sind mir ehrlich gesagt lieber als alles andere. Oh. If you were to put all the tails, birds in picture, the tail, nee. Welchen Schwanz würde ich fehlen? Den unten, was ist das als E? Das sieht lustig aus. Was sagt das über mich, was Schlimmes? Oh. Making a dreamer who takes things at their own pace. You're working toward finding their place in the world, and at times their boundless energy can send you hurtling off into the unknown. Do you tend to enjoy things by yourself instead of living up with... Alter Mann, was das tut mich so schlimm darstellen. Ich fand den halt lustig. Seid so gemein zu mir. So, wo ist eigentlich Neko? Die Dame hier. Das wäre übrigens mal eine Lehrerin. Wir müssen eh schon alle mal angeklickt haben. Sicher haben es jetzt hier ein paar neue Dialoge. Aber ich möchte jetzt nicht alle hier einzeln lesen. So. Beleidigt mal. Habt ihr gerade echt Ryotaro beleidigt, Mann? Ganz ehrlich, schaut euch mal an, wie hip der ist mit seinem Schal, Mann. Der nie verrutscht, Mann. Der ist einfach so cool, Mann. Ich kann auch nichts dafür, Mann. Ich mag halt einfach Bros, Mann. Der war so. Und ich weiß dann auch sein Voice Actor. Der, finde ich, macht einen richtig, richtig guten Job. So, hey, hey. Sehr gut. Die sind mir lieber mit Agility plus 3, Stärke plus 5 irgendwie. Das sind mir deutlich die lieberen als, wie gesagt, HP plus 5. Ich mein, okay, man muss auch sagen, wir haben so wenig HP. Das ist HP plus 5 vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also, können wir nochmal einen Stock hoch? Ich glaube, hier war dann... Keine Ahnung. So. So, die lässt dann nur wieder... Nee. Komm schon, hier muss irgendwo der Computerraum sein. Ich bin mir fast sicher.
Yo. Okay, hier ist der Computerraum. Und da ist der eine PC, der an ist. Okay. Yeah, lass mich durch. What a Griffin, what would you and Gio Ica siblings? Confirm or confirm? I see it in your lucky man, that case. Oh, wollte hier unser gutes Gio anbuggen, ne? Also, Kirilla Eisen, das kennen wir nicht, aber hier. Also, dann geben wir hier mal die Nummer ein. Und dann Shin Megata. 0-2-0-2-1-1-0-1-0. Shin Megata, glaube ich. Oh mein Gott. Warte mal, wie hieß das Psycho-Vibe nochmal? Wir müssten mal hier in die Charakterbäume, nein, nicht in, hier reinschauen, sondern in die Library. Haben wir eigentlich inzwischen mal alle Studenten? Das wäre eigentlich auch ganz nett. Warte, hier, so. Profiles. Also, 84 von 106, also immer noch nicht alle Studenten anklickt. So. Oh, wir haben immer noch so viele Ideale hier rumliegen. Das ist gar nicht gut. Wie viele Egos. Also. Shiori oder so hieß die. Shiori, Shiori, Shiori. Ryu Sakumu. Nicht Ryu Sakamoto, das wäre Ryuji. Na, Ryu Sakamoto? Ach, egal. So, irgendwas am anderen Spiel ist mir gerade der Name bekommen. Shinji. Shinji ist immer schlecht. So, Kenya, Yui. Was ist das für ein? Ihr seid doch ehrlich tot, Mann. Shiori, Shiori, Shiori. Ryuji, Tate. So, Shiori, 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 Zemir. Shiori. Shiori Fujiwara. A member of the Go Home Club. Who enrolled in the Academy for High School. A passive person with close no person. She believes the safest course of action to be effective, but it's not give this policy to trust. Okay. Warte mal, was ist die 2B? Year 2-2-B. Okay, warte, wir sind in der zweiten Jahrgangsstufe. Warte mal. Dann schauen wir mal. Dritten Stock sind wir. Okay, dann gehen wir nochmal einen Stock runter. 2-B müssen wir dann gehen. Ist hoffentlich kloppt es. Vielleicht liegen da noch jetzt irgendwelche Informationen. Aber ich war jetzt eigentlich in allen Zimmern, gell? Biologielabor. Lauf mal schneller, du Honk! In der Geschwindigkeit retten wir niemanden. 2C? 2C, okay. Na gut. Da hinten liegt was, wartet. Alter, ich will nichts von dir. Acquire. Nein! Voll schwer. So, nichts zu sagen. Oh, wer bist denn du hier? Das ist jetzt echt doof. Wo sind die 2B? Ich habe 2D, ich habe 2C. Also, D. Naja, gut, das ist ja ein Gebäude für die ganze zweite Klasse. Dann haben wir vielleicht Glück und es ist hier unten. Jetzt hoffentlich haben wir Glück, Mann. Das ist echt nicht so einfach, Mann. Ich sag ja, das Problem ist, dass diese Rätsel einen einfach so immer so hinschmeißen und du hast ja keine Ahnung überhaupt, um was geht. So, aber ich glaube, hier war ich nicht. Hier war ich nicht. Okay. So, okay, nehmen wir es aber. Und? Read. I tried really hard to find the flowers. Loved. Rest in peace, Chio. Chio! Oh, okay, Chio. Rosemary. Warte mal. Rosemary, Rosemary. Also, zur Abtun, entweder wir schauen bei Chio rein, was ich jetzt mal nicht glaube, aber dieses Rosemary, warte mal, das geben wir mal ein. Weil das ist so ganz dick gestanden und es war ein Wort. Und dann geben wir mal diese seltsame Nummer nochmal ein. Diese 0202 Nummer. Das ist ein Schmarrn, Mann. Also, Biologie, sind wir wieder falsch. Warte, muss ich noch einen Stock hochlaufen? Ja. Da haben wir nochmal einen Stock hoch. Ich will, Leute, Mann, ich dachte, wir tun uns jetzt in 10 Stunden hier mit irgendwelchen Rätseln wieder befassen, Mann. Also, reingehen, komm wieder lang. Also, schauen wir nochmal. 0, 2, 0,
2, 1, 1, 0, 1, 0. Ja, und Rosemary war es. Rosemary. Muss man da auf Großschrift und Kleinschrift achten? Ha! Obtain! Takemura Suzuki. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Takemura Suzuki, Takemura Suzuki, Takemura Suzuki, Takemura Suzuki. Komm. Wenn die halt einfach nach dem Alphabet sortiert werden. Das wäre so viel leichter. Takemura Suzuki, Takemura Suzuki. Die sind irgendwo, Mann. Takemura Suzuki, Takemura Suzuki, Takemura Suzuki, komm. Takemura Suzuki, Takemura Suzuki. Takemura Suzuki. A member of the Journalism Club who had attended to Academy since middle school. He had been eagerly reporting on the seven wonders of the Academy to other supernatural topics. An untimely accident claimed his life near Frontier Gates one day while he was waiting for his after school. He is remembered as a devoted and loving father? Keine Ahnung. Okay, aber ich hoffe, das langt jetzt hier. Gut, also, Map. Gut. Warpen wir uns zurück. Und ich hoffe, das langt jetzt hier. So, naja, wir haben ein paar alte Egos gefunden. Das, glaube ich, war jetzt gar nicht mal so doof. Weil ich bin dafür bis jetzt zu faul gewesen, einmal hier durch die ganze Welt nochmal durchzustreifen. Nur, dass ich dann absuche und dann am Ende sagst du mir, ja doch, ich habe noch nicht genügend Punkte. So, also, reden wir mit der Creepy Lady. The last name on the memorial. I think it's one of my classmates. Did you find out who it was? Takemori Suzuki. Yeah, that's right. He died in a traffic accident. I sat next to him in class. We got along pretty well. He was the first guy I... How could I forget him? Was it because of the mist? Thank you for reminding me about him. Here's the key to the main gate, like I promised. Weil du creepy bist, Mann. Ganz ernsthaft. Wenn du nicht creepy bist, dann würdest du einfach aus diesem verdammten Nebel rausgehen. Ihr seid alle solche Spinner, Mann. Kennt sie? Ist irgendwo seltsam hier. Ja, vielleicht weil ihr in diesem seltsamen Ort hier rumhauset. Ganz ernsthaft. So werdet ihr halt einfach seltsam. Ich will jetzt ein paar Ideale vernichten, Mann. So. Da ist mein erstes Ideal. So, warte mal. Hunde? War lange Runde? Ja, okay. Ist schon ein bisschen besser als diese gammeligen 10, die wir immer bekommen haben. Also 10 Spirit ist jetzt echt... Das kann mir halt gar nichts mehr kaufen. Also. Dann schauen wir mal, ob wir auf einem guten Level sind. Nehmen wir gleich mal den ersten Fightmann und im besten Fall auch gleich das erste Ideal zerstören. Well, this ain't the ugliest thing I ever saw. Kind of reminds me of a sedimentary rock. Actually, those are made up of a bunch of tinier rocks, so I guess it's not the same. It's like it used to be a big old boulder, but now it's just falling apart. How'd it end up like this? Can't say I'm not curious, being a pack bearer myself. Looks like we won't have the time to mull it over though, huh? Still, the pack bear will show up once we shatter enough ideals. Then we can just beat the answers out of them. Die alte Devise, der Weg der Gewalt ist immer noch der beste Weg. Also, die Sterne der Komfort. Okay, das wird jetzt interessant. Oh, damn you. Oh, verdammt, ich hätte meine Units hätte ich platzieren müssen. Oh, das ist ja übel. Das ist echt übel. Weil hinten... Genau, das ist nämlich mein super schwacher. Oh, Rain of Flame, okay. Na gut, sie sind jetzt Level 32, also ich denke, das sollte man dann noch schaffen. Ja, in dem Fall wäre er gar nicht sogar so schwach.
Ein bisschen zu schwach, aber nicht ultimativ. Okay, passt. So, dann. Weg da. So, Deffer. Auf den gehen. So. Acceleration Leap ist nicht nur, dass es meine stärkste einfach Standardattacke ist. Oh, die Attacke habe ich auch mit Ryotaro. Das ist eine ganz geile Attacke. Lieben Clown. Nämlich, das ist mir nämlich aufgefallen, weil es ist ja auch nett, es wird ja nie richtig erklärt, für was die Stats eigentlich gut sind. Nämlich, dieser Stat ist dafür da, dass man besser ausweicht, also zumindest so von meinem Gefühl her. Und bedeutet natürlich, wenn ich die ganze Zeit besser ausweichen kann. So, komm, komm, komm. Sehr gut. Den machen wir jetzt hier. Komm. Die haben gar nicht so viel brauchen, so viel raus haben müssen. Ach, den überlasse ich euch. Komm, greift mich an. Greift mich an. Ihr trefft sie nicht. Sehr gut, das ist so nice, Mann. So, wir haben hier noch ein paar nette andere Fähigkeiten übrigens mit dem. Aber Rain of Flame und natürlich Up in Flame sind immer noch die geilsten Skills. Aber in Flame, schau ich an. 400 Schaden, Mann. So, was kannst du eigentlich? Okay, Blue Heap, Confuse Heap, performt the dancer within range, okay. Und was kannst du? Authority, Rain of Flame, okay. Static, Millionaire Strike, okay. Das ist auch die Attacke, die mein anderer Handschuhstuhl mal konnte. Ja, ganz nett. Aber wie gesagt, nichts gegenüber. Maxi. Zack. Und das ist einfach so nett, wenn ich dann die ganze Zeit so agil bin. Da mache ich nämlich immer ganz gerne meinen Special Move, dass ich mit allen resoniere. Und dann habe ich nämlich den Vorteil, dass alle immer schön den Attacken ausweichen. Das ist besser als alles andere. Suffering, pain, lives are stolen, lives are forgotten. Why must they suffer? Why must they be in pain? Why do they have to be stolen and forgotten? The suffering from the past doesn't go away. The fact that they were hurt survives them. Lives stolen never return. Lives lost are never recovered, if it's just the way of the world. If it's just a matter of course, then for what reason do we suffer? For what reason must we grieve? For what reason do we desire? Everything that should have been was stolen. Everything that could have been was lost. The world is unjust, uncaring, and insane. In this twisted, irrational world, if I am allowed to desire, if I am allowed to want, no. If I am driven to desire and want, I should be allowed to wish. To have my wishes fulfilled. To wish for a happy past. For a complete and flawless reality. For a life of peace and tranquility. For a life where you are still here. The world is unjust, uncaring, and insane. Therefore, fulfilling an insane wish and distorting the world to grant it is a small price to pay to regain everything I've lost. The world was unjust and insane long before I got here, after all. An ego that desires to take back what had been lost, paired with a will that justifies itself at any cost. This ideal is fading. It's liable to break. And yet, there is one guarantee I can make. Among the pact bearers who have yet to fall, this one is, without doubt, the strongest of all.
are you talking about? Where's this coming from? Oh, right! Dr. Shiro Neko is back in the infirmary. She and Dr. Kakeru wanted to talk to you. You should go see them before you head to the old dormitory. Hello, Mr. Vice President. It's been a while, hasn't it? Hey, Vice Pres? I just want you to know that I tried to stop her, okay? The banquet from hell that this she-devil is planning, that's what. I'm not really good with this sort of thing, but maybe you'll be able to handle it better. Oh, come on. Don't give him the wrong idea. I just wanted to put on a party, that's all. That's what I mean. I can't stand this party business. You got any idea how exhausting that sounds? Makes my skin crawl. Well, you're not the one we're celebrating, so hush. Please. All that rabble-rousing would be more of a curse than a celebration. Oh, dear. I can't hear you all of a sudden. Did you say something? Alas, no. 'Twas mayhaps your imagination, m'lady. Anyway, we may still be cut off from the outside, but the mist on campus has cleared up for the most part. Thanks to the TSC, the majority of our problems aren't problems anymore. So I figured we could lighten the mood and celebrate a little. Everything's been so gloomy lately, you know? What do you think? Sounds great, right? The old dorm? Well, mist or no mist, it's not like anyone can get in there while it's all locked up. Now that the major areas on campus are clear, we should shake things up with a little party. No need to worry about the other buildings. I'm sure you'll get them all sorted out in time. Time isn't going to be the solution to every problem, you know? Oh dear, I can't hear you all of a sudden. Did you say something? Alas, no. 'Twas mayhaps your imagination, m'lady. I heard from Dr. Kakeru that you have some things to take care of, don't you? You're headed for the old dormitory, right? Make sure to check in with Chio before you go. And once you get back, we'll have a party with everyone else. Be careful out there, you hear? Also, Gabe, du musst es ja nicht so auf super nett tun. Ich meine, wir haben ganz eindeutig gesehen, dass das dein Monarch ist, der hier sein Unwesen treibt und deine Ideale, die wir hier zerstören werden. Also, es ist natürlich die goldene Frage, wie ihn er hier verloren hat. Nun gut, liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, gibt es erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Monarch. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.